Hallo, mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin plastischer Chirurg aus Wien und wir schauen uns heute einen Celebrity an, und zwar die Megan Fox. Bekannt, glaube ich, ist sie geworden über Transformers. Ich fand sie da auch immer extrem cool. Und wir schauen uns ein Bild aus ihrer Jugend und ein Bild von heute an. Gar nicht so sehr, um vielleicht jetzt irgendwie wieder zu kritisieren, was gut oder was falsch ist, sondern ich möchte euch nochmal irgendwie zeigen, wie wir Gesichter analysieren. Das mache ich jetzt übrigens im privaten Bereich nicht, dass ich jetzt jemand gegenüber sitzt, dann beginne zu analysieren, was könnte man machen, was ist richtig, was ist falsch. Das wird immer oft gefragt. Lustigerweise macht man das nicht. Aber wenn wir in der Ordination sind und wenn Patienten zu uns kommen, dann muss man das bis zu einem gewissen Grad machen. Vor allem deswegen, weil sich in den letzten Jahren Folgendes entwickelt hat, dass die Patienten zu uns nicht mehr kommen, eigentlich um eine Falte wegzuspritzen, sondern weil ihr da draußen schon so gut vorgebildet seid, oft kommen und sagen so, irgendwie ist mein Kinn zu weit hinten oder irgendwie habe ich das Gefühl, meine Stirn ist zu weit vorne oder irgendwie habe ich das Gefühl, ich schaue müde aus, aber was kann man da machen? Und wie wir das angehen und wie man das quasi richtig analysiert, das möchte ich anhand von der Megan Fox zeigen. Und deswegen schauen wir mal uns die beiden Bilder an, die wir mitgebracht haben. Das linke Bild ist definitiv ein Bild, bei dem sie noch einiges jünger ist als auf der rechten Seite. Wenn ich beginne, so ein Bild zu analysieren, dann beginne ich das immer in Drittel einzuteilen. Das heißt, man hat das erste Drittel ist so grob gesagt bis zu den Augen, Augenbrauen. Und das nächste Drittel ist bis zur Nase. Und dann habe ich die Enden der Drittel eben Stirn, Kinn, und habe so quasi das sogenannte obere Drittel, das mittlere Drittel und das untere Drittel. Wenn wir uns jetzt die Megan Fox anschauen, beginnen wir eben von oben nach unten zu wandern. Das erste, was wir im oberen Drittel sehen, ist, dass ihre Stirn deutlich mehr vorgewölbt ist. Das heißt, wenn man quasi diesen Bereich hier anschaut, dann seht ihr, dass wir haben leider keine Seitenaufnahme, aber wir sehen, dass es hier mehr Wölbung in der Stirn gibt, als es in der Jugend war. In Wahrheit ist es ja so, dass die Stirn oder dass der Knochen im Alter schrumpft. Das heißt, in mehreren Stellen, vor allem temporal, aber auch auf der Stirn, im Unterkiefer schrumpft der Knochen. Und deswegen wird die Lippe klein und wir schauen müde aus. Deswegen passiert auch Folgendes, dass das Gewebe hier nach unten rutscht. Also müsste es ja genau in der anderen Richtung gewesen sein, aber bei ihr ist es nicht so. Das heißt, ich nehme an, dass jemand, der sehr gut unterspritzen kann, wahrscheinlich im Bereich des Frontals, also im oberen Drittel der Stirn, so ein bisschen eine Konvexität, das heißt so ein bisschen eine Bauchigkeit gegeben hat, was rein theoretisch für Jugendlichkeit spricht. Was man noch immer in diesem Bild in Betracht nehmen muss, ist, dass sie auf dem Vorherbild oder auf dem Jugendbild relativ stark die Haare im Gesicht hat und auf dem jetzigen Bild die Haare ganz nach hinten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den wir uns anschauen, ist im mittleren Drittel sind die Augen. Megan Fox ist, soweit ich das mitbekommen habe, immer für dieses Foxy-Eye-Thema auch genommen worden. Und was wir bei ihr sehen ist, dass von Natur aus ihr Transversalwinkel, und ich glaube, den habe ich schon mal in einem anderen Video erzählt, was der Transversalwinkel ist. Ich zeichne den an, das ist der Winkel, den man vom mittleren Augenwinkel zieht, zum seitlichen Augenwinkel, dass der nach oben zeigt. Also ich ziehe eine Waagerechte und sehe, dass der seitliche Augenwinkel höher steht. Das andere Ding ist, ein negativer Transversalwinkel ist, schauen die Menschen eher traurig aus und dann gibt es sehr viele, die einen geraden Transversalwinkel haben. Und wenn der Transversalwinkel positiv ist, dann quasi hat man diese fuchsartigen Augen. Der Fuchs hat eben diese eng zusammengezogenen Augen und diesen Vektor nach oben. Und wir sehen aber bei ihr, dass dieses Thema nicht neu ist, dass das nicht operiert ist, sondern das hatte sie in der Jugend genauso, wie sie es heute hat. Es ist nur so, dass sie einfach noch ein bisschen geschminkt ist auf der anderen Seite. Aber ihre Augen und auch ihre Augenbrauen sind so cool und sind so in dieser Position. Deswegen hat sie da, glaube ich, nichts gemacht, außer, wie die meisten Stars, sicherlich ein Botulinumtoxin. Botulinumtoxin kann, dadurch, dass sich die Muskel seitlich schwächen, noch die Augenbraue seitlich ein bisschen nach oben bringen. Aber was Botulinumtoxin eben nicht kann und was in meinen Augen auch nicht mit einem Fadenlift dauerhaft funktioniert, ist, dass ich eben diesen Transversalwinkel ändere. Warum funktioniert das nicht mit einem Fadenlift? Weil es ein Bandapparat ist, der am Knochen verwachsen ist. Das heißt, den kann ich ja nicht mit dem Faden nach oben ziehen. Und wenn wir uns ein bisschen weiter nach unten handeln, in Richtung Wangen, sehen wir, dass ihre Wangen also im mittleren Bereich und im seitlichen Bereich aufgespritzt worden sind. Das heißt, sie hat ein bisschen mehr diese V-Form bekommen, die fast schon ein bisschen übertrieben ist. Da hat sie mir in der Jugend eigentlich besser gefallen. Nase scheint in meinen Augen fast original zu sein. Das kann man in dem Winkel jetzt vielleicht nicht hundertprozentig sagen, glaube ich aber nicht. Lippe, wenn sie gemacht wurde, schön, dezent ein bisschen mehr geworden. Und dann ist eine Sache, die mir
extrem auffällt, und das ist etwas, was ich persönlich gar nicht mag und für einen kompletten Blödsinn halte. Ihr seht quasi, dass die Wangen eingefallen sind. Also man sieht, dass die Wangen in dem Bereich extrem eingefallen sind, und der Grund dafür ist, dass dieser Buchartsche Fettkörper rausgenommen wird. Da wird quasi über die Mundschleimhaut von innen ein Fettgewebskörper rausgenommen, der dann dazu führt, dass dieses Bausbäckige weggeht, aber im Endeffekt im Alter auch zum Problem wird. Zusammenfassend kann man schon zu Megan Fox sagen, sie ist heute hübsch, war früher hübsch, ist einfach eine extrem hübsche Frau. Wenn Kleinigkeiten gemacht worden sind, dann glaube ich, dass mit Filler im Bereich von der Stirn, im Bereich vom Mittelgesicht gearbeitet wurde. Oberes Gesicht, sicherlich Botulinumtoxin, ganz wenig Lippen, und operativ, wenn etwas gemacht wurde, wir tun ja immer mutmaßen, muss man sagen, in diesen Videos, glaube ich, dass dieser Buchartsche Fettkörper entfernt wurde. Also insgesamt ein ganz gutes Bild. Bisschen weniger geschminkt hätte ich mir die Backen, weil die eh schon so prominent sind, aber sie ist und war eine hübsche Frau, und vielleicht seid ihr der Analyse ein bisschen näher schon gekommen und könnt den nächsten Celebrity eigentlich schon selbst genau analysieren, und vielleicht seht ihr dann mehr oder weniger, was wir sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer gerne ein Like hinterlassen, und wenn euch diese Videos Spaß machen, den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und sehe euch sicherlich bald. Tschüss.